19:30 Uhr am Sonntag. Hallo und herzlich willkommen zur Hessenschau. Sie sind mit dabei, das ist richtig schön. Und wir schauen jetzt auf diese Themen. Frust bei den Tagesmüttern in Frankfurt. Sie verdienen weniger als anderswo. Viele Tagesmütter und Väter hören auf. Demos haben bislang nichts gebracht. In Romrod treffen sich die Hobby-Bierbrauer, genießen, tauschen Rezepte aus und teilen ihre Begeisterung. Und der Ramadan geht los. Dieser Schriftzug in Frankfurt, Happy Ramadan, ist jetzt zum ersten Mal auf der Freskas zu sehen. Und in ganz vielen europäischen Innenstädten ist das jetzt auch der Fall. Letztes Jahr hat London damit losgelegt und vor anderthalb Stunden ist es angeknipst worden, zum ersten Mal. Jeder Zehnte, der in Hessen lebt, ist muslimischen Glaubens. Und das Interesse, wie Musliminnen und Muslime das feiern, wächst weiter. Letzte Handgriffe, bevor es losgeht. Alles soll feierlich herausgeputzt sein vor dem Beginn des Ramadans. Gestern noch Hektik und letzte Einkäufe. Auf dem Zettel stand einiges. Familie Us will gut sortiert sein in der Küche. Schnell also noch zum Supermarkt, damit zur wichtigsten Zeit des Jahres für Muslime nichts fehlt. Joghurts zum Beispiel. Ja, zwei Stück davon. Seher und Osman Us aus Bad Endbach bei Marburg müssen noch einiges besorgen, denn danach wird zu Hause vorgekocht. Für die ersten Tage im Ramadan. Und gerade am Montag, wenn der Fastenmonat für die meisten Muslime hier beginnt, ist die Grundschullehrerin beruflich sehr eingespannt. Da bin ich lange weg, weil ich eine Fortbildung habe. Und dann hätte ich quasi nur eine Stunde Zeit, um zu kochen. Deswegen muss ich halt ein bisschen vorbereiten. Denn Vorbereitung ist die halbe Miete. Auf der Liste stehen auch Datteln. Die sind besonders wichtig. Denn ohne Datteln beginnt in den meisten muslimischen Familien kein Ramadan. Gegessen und getrunken werden darf ab heute erst nach Sonnenuntergang. Der Fastenmonat geht dieses Jahr bis zum 9. April und gilt weltweit. Im Ramadan sollen die Gläubigen ihre Seele reinigen und durch den Hunger Solidarität mit den Armen spüren. Familie Us bereitet schon die Linsensuppe vor. Sie wird später nach Sonnenuntergang dann warm gemacht. Und viele Frikadellen. Während das Essen köchelt, wird das Haus noch weiter geschmückt. Wie hält man etwa 12 Stunden am Tag ohne Wasser und Nahrung durch? Das sei reine Kopfsache. Diese mentale Vorbereitung ist sehr wichtig. Aber man muss auch einfach jetzt die ersten 2, 3 Tage, das ist schon hart. Also muss ich einfach sagen, es ist nicht einfach, ja. Aber nach 2 bis 3 Tagen hat sich der Körper dran gewöhnt und dann ist es auch nach 30 Tagen total lustig. Es ist ungewohnt, wieder so viel essen zu dürfen oder immer wieder essen zu dürfen. Der Ramadan ist auch Besinnung auf Mitmenschlichkeit und Versöhnung, sagen sie. Runterkommen vom hektischen Alltag, beten. Und es sei eine Zeit des Zusammenkommens, auch mit den Nachbarn. Diesen Dialog pflegt diese Familie ganz besonders. Mit dem Biss in eine Dattel beginnt jeden Abend das Fastenbrechen zu Hause und manchmal auch woanders. Wir organisieren immer 2. Eins ist in der Kirche, direkt im Kirchengebäude drin. Das hat auch nochmal ein ganz anderes Feeling, also ein Fastenbrechen in der Kirche. Es ist einfach wunderbar. Und die Menschen, die sich dafür interessieren, die kommen, wir tauschen miteinander aus. Es werden immer und immer mehr Menschen, die sich dafür interessieren und auch, mal nachfragen, hey, wie läuft es bei euch? Fasten können auch Kinder, müssen aber nicht, sagt Seher Us. Ihrer Tochter Ella haben die Eltern das völlig freigestellt. Aber die 8-Jährige will das diesmal länger probieren als nur ein paar Stunden bisher an den Ramadan-Wochenenden. Die soll mir was einpacken, was ich nicht mag. Freiwillig? Ja, dann kann ich auch nichts essen. Und wenn die anderen Kinder was Leckeres essen, mache ich mir die Hand vors Gesicht. Abbrechen darf sie jederzeit, so wie Menschen, die durch den Hunger körperlich schwach werden oder krank sind. Gekocht wird am Abend vor dem nächsten Fastenbrechen immer das, was besonders lange satt macht, wie Reis und viele Ballaststoffe. Die Suppe ist fertig, sie muss jetzt erst mal kühlen. Für Familie Us aus Bad Endbach im Landkreis ist der Ramadan trotz Entbehrungen in den 30 Tagen eine magische Zeit.
Sein Kind so liebevoll betreut zu wissen bei einer Tagesmutter ist schön und wird dringend gebraucht. Es fehlen gerade in Frankfurt hunderte von Plätzen für Kinder von 0 bis 3 Jahren. Ja, aber Tagesmütter gerade in Frankfurt verdienen einfach viel weniger als anderswo. Die Stadt wollte das ändern, passiert ist nichts. Die Tagesmütter und Väter verlieren langsam die Geduld. Muss ich bei dir auch Windelcheck machen? Jetzt gehen wir musizieren. Morgens um 8. Ella, Shahin und Ben gerade erst angekommen und noch so müde. Für Tagesmama Marina Laupus diesmal ein schwieriger Start. Anstrengend ist die Stimmung heute, weil die Kinder haben schlecht geschlafen und dementsprechend sind auch ein bisschen schwierig und schlecht gelaunt. Erste Aufgabe deshalb, schnell für bessere Stimmung sorgen. Wir sind die Musikanten und kommen aus Hessenland. Aber auch die Frankfurter Tagesmütter selbst könnten eine Aufmunterung brauchen. Seit Monaten kämpfen sie für eine bessere Bezahlung ohne Erfolg. Auch Marina dachte schon ans Aufhören. Mehrmals. Und dann ist es jedes Mal, gerade wenn ich spiele, mit den Gedanken aufhören. Immer kommt jemand und sagt, bitte, aber nur nach uns. 200 ihrer Kolleginnen haben bereits hingeschmissen. Wir sind bedient. Wir haben das Vertrauen in die Politik verloren. Auf einem Bauernhof in Frankfurt-Niedererlenbach bietet sie 5 geförderte Betreuungsplätze für die Stadt an. Gebraucht werden Tagesfamilien, weil in Frankfurt hunderte Krippen- und Kita-Plätze fehlen. Durchschnittlich verdienen freiberufliche Tagesmütter 3 Euro brutto pro Kind und Stunde. Dazu gibt's eine Monatspauschale von 300 Euro pro Kind. Davon zahlen sie aber Miete, Heizung, Spielzeug und Ausflüge, oft ein Minusgeschäft. Wir können nicht mehr weitergeben, wenn die Kasse leer ist oder wenn es knapp ist. Seit 15 Jahren sei der Pauschalbetrag nicht erhöht. Bezahlen muss sie davon auch die Verpflegung. Die Kinder bekommen Frühstück und Mittagessen und Nachtisch und zwischendurch noch Snack. Es kommt schon ordentlich zusammen auf jeden Fall. 260 Euro auf jeden Fall. Pro Woche. Um nicht draufzulegen, muss sie gut kalkulieren. Gleich gibt's Kartoffelchen. Mit Spinat. Immerhin, die Laune der Kids am Mittag wieder deutlich besser. Warum machst du das, Ben? Super. Besuch einer Kollegin. Gemeinschaftlich kämpfen die Tagesfamilien für mehr Geld und fordern eine Anhebung des Pauschalbetrags und einen Stundenlohn von mindestens 5,50 Euro brutto pro Kind. Dieser liegt wegen der sogenannten degressiven Bezahlung oft darunter. Heißt, wer wie Marina mehr als 3 Kinder betreut, bekommt pro Kind weniger Geld. Die Tagesmütter, die mit Herz dabei sind, die müssen belohnt werden und nicht bestraft. Dabei sollten sie seit Januar schon besser verdienen, per Satzung geregelt. 14 Millionen Euro plante Bildungsdezernentin Silvia Weber dafür im Haushalt ein. Das Frankfurter Rechtsamt aber lehnt ab, weil laut Unterlagen, die der Hessenschau jetzt zugespielt wurden, bereits 2018 die Klage einer Frankfurter Tagesmutter auf Mehrverdienst abgewiesen wurde. Deshalb heißt es nun, vor diesem Hintergrund ist eine Erhöhung der finanziellen Förderung der Tagespflege rechtlich jedenfalls nicht erforderlich. Die Dezernentin sieht das anders. Wir haben jetzt einen externen Rechtsexperten aus dem Bereich des Jugendhilferechts gebeten, sich das anzuschauen. Und dann werden wir gemeinsam mit dem Rechtsamt eine Überarbeitung der Satzung vornehmen. Sie will die Erhöhung notfalls auch ohne Rechtsamt durchboxen. Grundsätzlich brauchen wir keine Satzung, um dieses Geld zu finanzieren. Aber wir brauchen natürlich trotzdem den Haushalt. Also auch der muss beschlossen werden. Das wird aber erst im Juni sein. Die Verzögerung ausbaden müssen jetzt Frankfurter Familien, weil Tagesmütter, wie hier im Norden der Stadt, mittlerweile Kinder aus Nachbarstädten bevorzugen. Hier haben wir auch Bad Homburg und Bad Vilbel um die Ecke rum. Und ich betreue unter anderem auch ein Kind aus dem Wetteraukreis. Und für dieses Kind bekomme ich für die gleiche Arbeitsleistung 30% mehr, weil die Kommune einfach besser bezahlt. Sie wollen so Druck aufbauen. Um Stadt klarzustellen, haben wir keine andere Wahl. Wir werden reihenweise aufhören, weil wir einfach nicht mehr von dieser Tätigkeit leben können. Gibt's keine Übergangslösung, müssen die 340 Frankfurter Tagesfamilien entweder aufhören oder weiterhin auf das zugesagte Geld hoffen. Marina Laupus versucht durchzuhalten. Ihre Motivation. Wenn ich sehe glückliche Kinder und die Eltern, die das respektieren und verstehen, alles, was ich auf die Beine stelle.
8 Stunden volles Programm. Nochmal rutschen und Tiere streicheln. Dann gehen Ella, Shahin und Ben dank ihrer Tagesmama auch an diesem Abend wieder glücklich nach Hause. Ja, und wir, die Hessenschau, bleiben an diesem Thema auf jeden Fall dran. Jetzt kommen unsere Kurznachrichten und die beginnen mit einem tragischen Unfall. In Frankfurt ist ein 27 Jahre alter Fußgänger ums Leben gekommen. Er wurde von dem Wagen eines 23-Jährigen erfasst. Rettungskräfte versuchten, den Schwerverletzten noch wiederzubeleben, doch erfolglos. Der 23-Jährige war in der Nacht mit seinem Auto von Offenbach kommend Richtung Frankfurt unterwegs. In Höhe des Hotels Gerbermühle erfasste er mit seinem Fahrzeug den 27-Jährigen. Dieser war zu Fuß unterwegs. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Besucher konnten in Lorsch ins Frühmittelalter eintauchen. Zwischen redbedeckten Lehmhäuschen wie vor 1200 Jahren fanden im Freilichtlabor Lauresham beim Frühlingsfest viele Aktionen zum Mitmachen und Zuschauen statt. Kammweben, Töpfern oder Mittelalterspiele. Außerdem wurde vorgeführt, wie die Menschen damals ihre Äcker mit Tiergespannen gepflügt, geeggt und gesät haben. Und wir berichten jetzt ganz groß übers Bier, denn an diesem Wochenende haben sich die Hobby-Bierbrauer in Romrod getroffen. Es ist das größte Treffen im deutschsprachigen Raum. Ja, und unser Reporter Thomas Hass, er hatte Premiere, war zum ersten Mal bei sowas dabei und hat gelernt, ein Bierkessel ist so eine Art super Küchenmaschine für viele Männer und die kann sowas. So viele Brauexperten hier in Romrod, dagegen bin ich ja ein echtes Greenhorn. Bei mir wären Hopfen und Malz tatsächlich verloren, allein die vielen Bierstile. Wiener Lager, European Lager, American Lager, American Light Lager. Pilz, Export, Weizenbiere. India Pale Ales, Imperial IPA, Imperial Pils. Stout. Dry Stout, Milk Stout. Imperial Stout, Export Stout. Sauerbiere finde ich ganz spannend. Das ist für den Sommer was ganz Tolles. Ich weiß nicht, wie viel Sendezeit ihr habt. Zum Ausprobieren braucht es erstmal den richtigen Kessel. Wie fange ich das überhaupt an? Ich könnte Ihnen jetzt die Anlage mitgeben. Ich gebe Ihnen einfach Hopfen, Malz und Hefe mit. Ein Rezept, das Sie hier eintippen. Dann können Sie loslegen. Ich sage immer, das ist der Thermomix für die Männer. Aber nur zum Sudkochen aus Hopfen, Malz und Wasser. Das Ganze kommt noch mit Hefe in einen Gärtank und später in Flaschen. Es braucht Geduld. Zwischen Brauen und Trinken ein Monat. Für ein gutes Bier reichen wenige Zutaten, Reinheitsgebot und so. Beim Rezept-Workshop der Heimbrau-Convention in Romrod wissen Sie alles über Hopfen oder Hefe und wie Temperatur und Dauer wirken. Mit dem nötigen Bierernst, versteht sich. Hier geht es um ein Gourmet-Produkt für Feinschmecker, auch wenn es nicht so aussieht. Das Drehen an den richtigen Stellschrauben sorgt am Ende für den guten Geschmack, erklärt mir Hobbybrauer Ben. Kleinste Veränderungen im Brauprozess schmeckt man sofort. Das hier ist Hopfen, der 45 Minuten vor Kochende dazugekommen ist. Sehr würzig, ja. Dazu im Vergleich Hopfen, der 15 Minuten vor Kochende dazugekommen ist. Schon kräftiger am Geschmack, finde ich. Was ist die Leidenschaft für dich am Bierbrauen? Das ist die Vielfalt im Thema. Die Kreativität in der Rezeptentwicklung, was wir hier hinter uns gerade haben. Wir haben eine Hefetauschbörse auch hier, wo Leute ihre Hefen mitbringen und teilen mit den anderen. Genau, du siehst, da sind wenige Grenzen gesetzt. Aber ein Bier zu echtem Gourmet-Essen klingt nach Schnapsidee, ist aber keine. Das ist ein Basisbier im Lambic auch, aber da kommt noch Gewürze dazu und Kandiszucker. Nils Vogel und sein Team kredenzen ein 4-Gänge-Menü mit korrespondierenden Bieren, von nussig Karamell bis fruchtig süß. Bier und Essen ist so vielfältig und hat so viele Möglichkeiten, dass das nicht schon mehr genutzt wird, ist schade und das wollen wir ändern. Ob auf dem Teller oder im Glas, die Heimbrau-Convention bringt zusammen, was irgendwie zusammengehört.
Ja, jetzt wird's leider unappetitlich. Wir schauen auf den Wilke-Fleischskandal. Vor rund 4,5 Jahren, da muss die Firma Wilke in Twistetal dicht machen. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet, mindestens 11 Menschen seien gestorben, nachdem sie Wilke-Wurst gegessen hatten. Wir stellen heute in unserer Rubrik Weitergedreht fest, dieser Fall ist noch lange nicht aufgearbeitet. Jahrzehntelang wurden hier tausende Tonnen Fleisch für ganz Europa produziert. Dann einer der größten Lebensmittelskandale Deutschlands. Geblieben sind eine Industrieruine. 30.000 Quadratmeter groß und große Sorgen im nordhessischen Berndorf. Dass wir am Ende mit dem Gebäude, mit diesem Klotz da stehen und den, sage ich mal, ganz einfach nicht loswerden. Und dann am Ende, dass die Gemeinde Eigentümer ist von einem riesen Klotz, mit dem sie nichts anfangen kann. Das ist, glaube ich, schon so etwas, was die Leute umtreibt. Und bevor sie sich vielleicht ein bisschen fürchten und sagen, na, da müssen wir aber eine Lösung finden. Rückblick. Im Oktober 2019 wird die Firma Wilke Wurstwaren dicht gemacht, nachdem Listerien in ihren Produkten nachgewiesen wurden. Die Staatsanwaltschaft Kassel leitet ein Ermittlungsverfahren ein, unter anderem gegen den Geschäftsführer wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung. Rund 200 Arbeitsplätze weg. 2020, die Gemeinde kauft den Komplex, nachdem Wilke Insolvenz angemeldet hat. Die Pläne damals groß. Eine attraktive Wohnanlage soll hier entstehen. Doch klar wird, die Kosten für einen Rückbau sind immens, auch aufgrund von gesundheitsschädlichem Asbest kaum absehbar. Nur einen Teilabriss kann die Gemeinde damals mit Hilfe von Fördermitteln stemmen. Danach Stillstand. Niemand will hier investieren. Land und Bund wollen beim Abriss nicht unterstützen. Bis heute fehlen 5 Millionen Euro und eine Perspektive. Auch für Bürgermeister Stefan Dittmann. Es ist eben ein Projekt für mehrere, vielleicht sogar Jahrzehnte. Also wer am Anfang bei Übernahme dieser Fabrik geglaubt hat, das kriegt man in wenigen Jahren bereinigt, die Fläche, und hat dann relativ schnell die Möglichkeit, neu aufzubauen. Dem habe ich damals schon gesagt, das wird so einfach nicht gehen. Also Rückbau und Revitalisierung dieser Fläche bedarf zwei Dinge. Erstens Fördergelder von übergeordneter Stelle und zweitens natürlich sehr viel Zeit und Kraftanstrengungen in der Gemeinde. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Kassel gegen die Verantwortlichen sind mittlerweile abgeschlossen. Vor rund einem Jahr wurde Anklage erhoben. Dem früheren Geschäftsführer, seiner Stellvertreterin sowie dem Produktionsleiter werden unter anderem fahrlässige Tötung in 11 Fällen, zudem fahrlässige Körperverletzung in 7 Fällen, versuchte gefährliche Körperverletzung in 4 Fällen und Betrug in 17 Fällen vorgeworfen. Der Prozess selbst allerdings hat bis heute nicht begonnen, mehr als 4 Jahre nach dem Skandal. Zur Begründung teilt uns das Landgericht Kassel schriftlich mit, dass nach aktuellem Planungsstand aufgrund hoher Verfahrensbelastung sowie Auswechslung des gesamten Kammerpersonals zum Jahreswechsel und des damit zusammenhängenden Einarbeitungsbedarfs mit einer Verhandlung des sehr komplexen Verfahrens im Jahr 2024 nicht zu rechnen ist. Wann vor diesem Hintergrund mit einer Eröffnungsentscheidung zu rechnen ist, ist derzeit noch nicht absehbar. Erkennbar aber schon jetzt, das Vertrauen in die Justiz schwindet bei Bewohnern und den Verantwortlichen des Ortes. Die Menschen haben gelebt mit dieser Fabrik. Viele haben auch mal hier gearbeitet. Und wenn man dann erfährt, dass andere Menschen zu Tode gekommen sind oder zu Schaden gekommen sind, und das ist sozusagen von hier, vom Ort ausgegangen, und dass das dann vielleicht nicht vor Gericht zu Konsequenzen führt, ja. Ich glaube, das ist wirklich schwer und das ist für die Leute auch schwer zu verstehen. Ich glaube, es wäre kein gutes Signal für unseren Rechtsstaat, wenn es auch hier am Ende des Tages kein Verfahren gibt, was ordnungsgemäß abgeschlossen wird. Die Verjährungsfristen im Fall Wilke Wurstwaren laufen. Die für fahrlässige Tötung endet nach 5 Jahren. Für die juristische Aufarbeitung des Skandals läuft die Zeit. Heute wollte die Eintracht einen großen Schritt machen in Richtung Sicherung für die Quali der europäischen Wettbewerbe. Hat das denn geklappt, Markus? Ja, ziemlich gut sogar, Christine. Denn die Eintracht hat nach Rückstand am Ende mit 3:1 gewonnen. Koch, Ebimbe und Götze waren die Frankfurter Torschützen. Und damit hat die Eintracht jetzt 7 Punkte Vorsprung auf einen nicht-europäischen Tabellenplatz. Ja, und die Bilder und Stimmen zu diesem, sagen wir mal, turbulenten Spiel, die zeigen wir Ihnen dann nachher ab 9:45 hier in der Sportschau.
Im Gegensatz dazu wird es für Darmstadt 98 in der Liga gerade immer schwieriger. Gestern gab es beim 0:2 in Leipzig wenig zu bestellen. Und trotzdem verlieren die Lilien zwar Spiele und Punkte, aber nicht den Mut, doch noch den Relegationsrang zu erreichen. Sie motivieren sich einfach gemeinsam immer wieder aufs Neue. Das war gestern vor dem Spiel auch nicht anders. Es sind seltene Einblicke. Torwart Marcel Schuhn schwört im Mannschaftskreis vor dem Anpfiff sein Team noch einmal ein. Es geht darum, dass in jedem Moment geliefert wird, der letzte Moment. Und das ist oft entscheidend. Das muss man in jeder Aktion sehen. Immer gemeinsam als Truppe und jeder Moment kann der letzte sein. Okay? Das will ich sehen. Dem einen. So! Klar, sie wollen noch, aber sie können nicht, die Lilien. Eigentor nach 3 Minuten. Es sind immer wieder solche Rückschläge, die das Team aus der Bahn werfen. Einzeln betrachtet mag das Pech sein, in der Summe aber fehlt die Qualität für die Bundesliga. Wir haben uns alle auch ein bisschen anders vorgestellt. Wir haben viele Momente, schwere Momente schlucken müssen. Wem die spielerische Klasse fehlt, der muss wenigstens fighten. Aber nur 36% gewonnene Zweikämpfe gestern in Leipzig sind nicht Lilien-like. Der Abstieg rückt näher. Auch ohne Durchhalteparolen, auch wenn es sich so anfühlt, ist es einfach so, es ist die Relegation noch machbar. Und solange das ist, müssen wir einfach immer weitermachen. 5 Punkte sind es auf den Relegationsrang, das ist nicht viel. Aber wie dahin kommen, wenn man selbst seit 5 Monaten nicht mehr gewonnen hat? Immer weiter, habe ich gesagt. Nur die Aufgaben, sie werden nicht leichter. Am Samstag kommen die Bayern. Bouldern, diesen Begriff haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört. Dabei geht es um Klettern in überschaubarer Höhe, ohne Absicherung allerseits. Und in der Natur oder in der Halle können Sie das machen. Der absoluten Weltelite waren jetzt die Tore geöffnet und zwar an diesem Wochenende in Südhessen, genauer in der Kletterhalle in Pfungstadt bei den Studio Block Masters. Spider-Man und Spider-Women in Aktion. Rückwärts abgespielt sieht es cool aus, in echt aber auch. Wie hier bei der gebürtigen Frankfurterin Lilly Kiesken. Die hat ihre Wettkampfkarriere eigentlich schon beendet, will es aber beim Heimturnier noch mal wissen. Ja, das macht mega Bock. Also das ist auch ein Grund, wieso ich natürlich hergekommen bin. Weil ich dann einfach die ganzen Leute mal wieder sehe, die ich sonst ja gar nicht mehr sehe, weil ich ja keine Wettkämpfe mehr mache. Und es ist einfach ein sehr hohes Niveau und ja, es macht einfach mega Spaß, dann einfach die Boulder klettern zu können. Rund 700 Zuschauer gucken ihr im Halbfinale zu. Dedication looking solid. Much more comfortable through that lower section than we saw previously. Spannung pur. Ein echter Cliffhanger. Team going really well here. Manages to do the full stand-up move, looking to just go for the reach over the finish. Aber kein Happy End. Die Buller liefen sehr gut, bis gut. Der erste Buller war ein bisschen schade, da bin ich am Topzug gefallen. Wenn ich den gemacht hätte, dann wäre ich im Finale gewesen. Im Finale sind dafür die Weltstars. Ob Weltmeister oder Europameisterinnen, die Studio Block Masters in Pfungstadt haben einfach jedes Jahr enorme Anziehungskraft. Ja, und das war's vom Sport hier. Wir sehen uns später wieder nach der Sportschau. Und ich freue mich jetzt aufs Augenzwinkern bei Christine. Ja, danke schön, Markus. Für dich gibt's heute ein extra dickes Augenzwinkern. Schön blöd, unser satirischer Wochenrückblick und beißender Spott. Hilft uns einfach oft, die bittere Realität besser zu ertragen. Bei uns geht's heute um das Thema Verkehr und die vielen Streiks. Aua. Und herzlich willkommen zu Schönblöd, der tollsten Sendung im Universum. Jetzt ist es übertrieben, glaube ich. Nö, denn wir hatten heute mal eine großartige Idee. Wir wollen ja nicht auf dem Abstellgleis landen und haben den Experten für verfahrene Situationen gefragt. Sein Tipp, alles stoppen und Notfahrplan fahren. Ja, sehr wahrscheinlich wird auch der sogenannte Notfahrplan so nicht zu fahren sein. Oh, schade. Hauptsache vernünftiger Kompromiss, sage ich immer. Hier ist der Schlüssel zur Redaktion. Klaus Weselski, übernehmen Sie. Streik, ja, das ist ja jetzt blöd. Komm, was kostet die Welt? Dann fliegen wir halt mit dem Flugzeug. Ich habe insgesamt 4-mal angerufen. 4-mal wurde mir versichert, es wird funktionieren. Sind wir insgesamt 2 Stunden hier angereist? Für nichts.
Na, was heißt für nichts? Für die Solidarität mit all den anderen total genervten Menschen, die einfach nur mal ihre eine Woche Resturlaub woanders verbringen wollten. Tja, andererseits, auf Hawaii soll's ja auch nicht so toll sein. Dann doch lieber mit dem Hund Gassi gehen zu Hause oder ins Schwimmbad fahren. Ach nee, fahren geht ja auch nicht. Es gibt keinen Bus, keine Bahn, kein Mietauto. Da bleibt nur eins. Lauf, Forrest, lauf, Forrest, lauf! Gut, mit 40 Kilo Gepäck ist das vielleicht blöd. Naja, vielleicht streiken Bahn und Piloten ja im Sommer gerade mal nicht. Dann kommen zigtausend Leute nach Frankfurt zum Fußballfeiern, Europameisterschaft. Ja, die kommt wirklich. Und das vielleicht sogar ohne, dass irgendein Funktionär dafür ein paar Millionen Euro kassiert hat. Jetzt gilt es natürlich auch, die Mannschaft, die deutsche Nationalmannschaft so zu unterstützen, dass sie möglichst weit kommt. Da würde ich mal Erich Ribbeck fragen, wie das geht. Naja, damit das schon mal gut losgeht mit der Europameisterschaft, ist Maskottchen Albert vorgestellt worden. Wir erinnern uns, Maskottchen im Fußball gibt es ja irgendwie überall. Und hier mal eine Galerie der hässlichsten. Ein Warmwasserboiler, ja, ein Warmwasserboiler. Dann hier einer namens Debilo. Keine Ahnung, warum der so heißt, echt. Und, oh Gott, ist das ein Fisch? Naja. Und nun also Albert. Etwas, das aussieht wie eine Mischung aus zu kurz geratenem Eichhörnchen mit erheblicher Adipositas und irgendwas aus dem 1-Euro-Laden. Immerhin auf dem Kopf eine Dreizack-Antenne für besseren WLAN-Empfang oder was immer das sein soll. Immerhin, Albert hat anders als Plüschlöwe Goleo, Sie erinnern sich, eine Hose an. Na, wenn das kein Fortschritt ist, das ist doch schon mal schön. Zum Schluss noch was Nettes aus der Rubrik Reise durch Beklopptistan. Stehen wir da. Stimmt, ja. Im Regen. Genau, denn ins Becken springen und schwimmen ist nicht. Stein des Anstoßes dieser Turm. Oder vielmehr das Schwimmbecken drunter. 30 Jahre lang sind Jung und Alt hier munter mit dem Kopf voraus ins kühle Nass gesprungen, bis Gefahr im Verzug war. Ein Gutachter hat's festgestellt. Das Becken ist nicht tief genug. Es fehlen zur absoluten Absprungsicherheit, ja, 5 cm Tiefe, deutsche Vorschrift. Konsequenz, der Sprungturm wird abgerissen. Beide Absprünge sind außerdem viel zu dicht nebeneinander. Circa 20 cm. Das ist ja gewaltig. Da bleibt nur eins, wie gesagt, Turm abreißen oder über alternative Nutzungsformen nachdenken. Vielleicht so als Erlebnisaquarium. Das wäre doch schön. Und damit tauchen auch wir für heute ab. Ja, und ich tauche wieder auf und empfehle Ihnen, um 7:45 bei uns im HR-Fernsehen mit dem Hausboot mal durch Masuren zu fahren. Gute Unterhaltung. Jetzt gibt's das Hessenschauwetter mit Simone Kienast. Bis morgen. Tschüss.